Guten Tag, Genosse General. Ich bin Lin Song, Ihr Nachrichtenoffizier. Heute werden unsere Streitkräfte den Ruhm unserer großartigen Armee in alle Welt tragen und unseren globalen Führungsanspruch untermauern. Die Volksarmee wird nicht ruhen, bis die terroristische Bedrohung beseitigt ist. Wir werden auf den feigen Angriff der GBA reagieren und ihr Terrornetzwerk zerschlagen. Ziehen Sie diese Terroristen zur Rechenschaft, Genosse General. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Einige Panzer sind noch intakt, Genosse General. Unseren Mao-Panzern hat die GBA nichts entgegenzusetzen. Die Panzer sind vor allem in großen Verbänden effektiv. Einheit verloren.
zur Schlacht? Wo geht's zur Schlacht? Genosse General, China liegt in Trümmern. Schlagt schnell und ohne Gnade zurück. Die GBA soll die ganze Macht der chinesischen Armee kennenlernen. Sie haben noch einen Überlebenden des Angriffs entdeckt, Genosse General. Was brauchen Sie? Die Lautsprecher sagen, es wird Zeit. Das Gatling-Geschütz ist bald fertig. Lautsprecherturm bereit. Was brauchen Sie? Moment. Geschütz bereit. Ob sich der Aufwand lohnt? Wir haben Überlebende des GBA-Angriffs entdeckt, Genosse General. Thank you.
zurück. Wo geht's zur Schlacht? Verteidiger des Friedens! Genosse General, ziehen Sie sich zurück. Napalmangriff. Tiger 1, wir haben uns aus dem Zielgebiet zurückgezogen. Sie können jetzt angreifen. Hier Tiger 1, Ziele erfasst. Tiger 1, Attacke. Hier Tiger 1, Ziele zerstört. Gute Arbeit, Tiger 1, Sektor gesichert. Zerstören Sie das Waffenlager, Genosse General. Unsere Atomwaffen dürfen der GBA nicht in die Hände fallen. Wo geht's zur Schlacht? Marschbefehl bestätigt. Befehle werden ausgeführt. Vernichtet. Wo geht's zur Schlacht? Marschbefehl bestätigt.
Einheit verloren. Wollen das Waffenlager um Einheitsverteidigung verteidigen. Wir sollten ihnen die Stärke der chinesischen Militärmacht demonstrieren. Glückwunsch, General. Sie wurden gefunden. Wir haben das Waffenlager der GBA gesichtet, Genosse General. Zerstören Sie es, um unser Volk vor den Terroristen zu schützen. Wir haben gewonnen.